Herzlich willkommen bei Dirksen Photography. Mein Name ist Janis Dirksen und wir sind immer noch in der zweiten Staffel in Spanien bei Erlebnis Nummer 8. Und Thema heute ist Straßenfotografie, Street Photography. Und viele kennen Street Photography unter der Tätigkeit, dass man auf der Straße spazieren geht und Fotos macht und Situationen einfängt. Doch ich meine eine andere Art der Straßenfotografie, die wortwörtliche Straßenfotografie. Fotos aus dem Auto heraus von der Straße. Und zwar war es in Spanien so, dass so durch das Licht und die Sonne so schöne Landschaften zu sehen waren und das Licht perfekt war und die Farben knallig waren und in jedem Moment, egal wo man war, ich dachte, boah, ergibt das ein cooles Bild. Und als wir mit dem Auto unterwegs waren, hatte ich alle 5 Minuten das Gefühl, hier muss ich anhalten und Fotos machen. Da ich aber nicht alleine unterwegs war, ging das nicht, musste ich mich zurückhalten und ich habe trotzdem eine Möglichkeit gefunden, wie ich Fotos machen kann an den tollen Orten, wo wir vorbeigefahren sind, nämlich direkt aus dem Auto raus. Und ich bin nicht gefahren, ich war Beifahrer, ich hatte die Kameratasche vor mir, ich habe die Kamera rausgeholt und wir sind an der Küste Spaniens lang gefahren und auf der einen Seite hat man das Meer. Man guckt runter von der Autobahn auf das Meer und sieht diesen gewaltigen Horizont und auf der anderen Seite sind die Berge. Und man befindet sich so zwischen diesen beiden Welten. Auf der einen Seite sogar unten, wo die Leute am Strand sind und so warm ist, dass man sich einen Sonnenbrand holt. Und auf der anderen Seite Sierra Nevada, wo man Skifahren kann, wo man Berge sieht mit Schnee. Und dieser Kontrast war einfach so stark, dass man da runter guckt und da hoch guckt und man weiß, also in einer Stunde bin ich entweder am Strand oder im Skigebiet. Und es war so toll, das zu sehen. Ich selber wohne im Norden Deutschlands und da ist alles flach. Aber wenn man da auf der Autobahn fährt, dann sieht man nicht viel vom Drumherum. Und diese Landschaft, das festzuhalten, das war das Gefühl, was ich die ganze Zeit im Auto hatte. Und ich wusste, wir können nicht anhalten und wir haben die Fenster waren auch nicht sauber. Und ich habe gesagt, egal, komm, ich mache trotzdem Fotos. Und ich möchte euch dieses Gefühl mitgeben, wenn ihr ein Gefühl habt, folgt dem Gefühl, handelt danach. Weil danach fühlt es sich großartig an. Wenn ihr was seht und ihr denkt, das gibt ein cooles Foto, dann handelt danach. Auch wenn die Scheiben nicht sauber sind, auch wenn bei der Kamera dann vielleicht verwackelte Bilder rauskommen. Wenn man fährt und man macht Fotos, dann muss man schauen, dass die Belichtungszeit sehr kurz ist. Das ist also die Zeit, wo das Licht in die Kamera fällt, auf den Sensor und dann das Bild gemacht wird. Und je kürzer diese Belichtungszeit ist, ja, die kürzeste Zeit bei vielen Kameras ist 1/4000. Bei den Professionellen manchmal auch 1/8000. Und die neuen Modelle, die 2015 kommen, die können dann bis 1/16000 teilweise gehen. Und wenn man solch kurze Belichtungszeiten nutzt, das bedeutet, es kommt nur ganz, ganz kurz, öffnet sich die Kamera und nur ganz, ganz kurz kommt Licht auf den Sensor. Aber wenn, so wie in Spanien, wenn so viel Licht da ist, Costa del Sol, das ist die Küste der Sonne, da braucht es auch keine langen Belichtungszeiten. Dann wird es viel zu hell, überbelichtet. Und ich möchte euch das mitgeben, wenn ihr im Urlaub seid, da wo Sonne ist, muss ja nicht Spanien sein, gibt ja viele Orte, die tolle Landschaft bieten. Und wenn ihr in einem Bus fahrt, im Taxi oder in einem Mietwagen, lasst gerne mal eure Freundin oder einen Kumpel ansteuern und sagt so, ich mache jetzt einfach mal Fotos, ich genieße das. Und nehmt eine kurze Verschlusszeit. Ich habe gar nicht 1/4000 bei den Bildern benutzt. Das muss gar nicht so extrem sein. Durch diese kurzen Verschlusszeiten kann man Bilder einfrieren. Das heißt, wenn man mit 100 km/h fährt und man macht ein Foto aus dem Auto, was man ja sich vorstellen kann, ist, dass die Bilder verwaschen, weil man ja in der Bewegung fotografiert. Und bei ganz kurzen Verschlusszeiten wird alles eingefroren. Und selbst bei Verschlusszeiten, die nicht so kurz sind, geht es immer noch. Und man sieht den Bildern, die ihr gleich im Anschluss sehen werdet, gar nicht an, dass sie aus dem Auto gemacht wurden. Einigen ja, weil man auch die Windschutzscheibe sieht, anderen nicht.
Und wie bei fast allen Sachen habe ich wieder gemerkt, Fotografie ist Improvisation. Und was am Ende bei rauskommt, wird man nur erfahren, wenn man es macht. Also nehmt das mit, schaut euch die Bilder an und wenn ihr das nächste Mal im Urlaub seid oder an einem Ort, wo es schöne Landschaft gibt, nehmt die Kamera raus und fotografiert aus dem Fenster oder aus der Windschutzscheibe einfach drauf los. Es sind mit Sicherheit immer tolle Bilder dabei. Zu guter Letzt, alle Bilder habe ich mit meinem 20-Sekunden-Workflow gemacht, den wir ab 1. März 2015 erleben können. Ich werde über 100 Bilder aus allen Folgen, Erlebnissen und aus allen Staffeln, auch aus der dritten Staffel, die dann noch kommt, einmal zeigen, wie ich jedes Bild davon bearbeite, über 100 Bilder. Und alle Bilder gibt es für euch selber zum Nachbearbeiten. Und jedes Bild, was ich hier zeige für euch, ist in unter 20 Sekunden bearbeitet. Und ab 1. März könnt ihr das auch. Also, vielen Dank.